Morgonen den 10 december 2002 åkte polisen i Rothenburg i Tyskland till den här avskilt belägna gården på landet. De hade fått ett tips av en ung österrikisk student. Studenten trodde att mannen som bodde här hade dödat och ätit upp en annan man. Och att han använde internet för att leta efter fler offer. Polisen genomsökte huset i 1,5 timme. I köket hittade man en frysbox med ett lönnfack i botten. I det låg förpackningar med vad den misstänkte påstod var vildsvinskött. Men det var inte vildsvin. Det var den här mannens kropp. Och i trädgården hittade man fler människodelar. Ett kranium, ben och inälvor. Det gav ytterligare stöd åt de fruktansvärda misstankarna. Det gick inte att bestrida vad Armin Maives hade gjort. Han hade nämligen spelat in slakten på video. Es gab Situationen in dem Video, wo ich gezuckt habe. Berührend war vielleicht die Szene, wo der Penis abgetrennt wird. Da zucken sie als Mann. Das können sie gar nicht verhindern. Da zucken sie automatisch rückwärts. Oder aber, wo er den Stich durch den Hals machte. Da wusste man, das ist jetzt endgültig. Ne? Und man wusste, jetzt ist ein Mensch tot. Das ist dann schon sehr berührend gewesen. Videofilmen war avgörande för åtalet. Åklagaren menade att Maives mördade offret för att få sexuell njutning. I en domstol i Frankfurt i maj 2006 befanns han skyldig till mord och dömdes till livstidsfängelse. Från fängelsecellen berättar nu Maives för oss vad som hände den kvällen. Och han förklarar hur hans plågsamma förflutna drev honom till att stycka och äta upp en annan människa. Det här är också första gången som ett filmteam får besöka brottsplatsen. Huset där Armin Maives slaktade sitt offer. Och där han åt av kroppen i flera månaders tid. He eats a flesh, a steak or a beef with red wine and potatoes. And it was very important for Mr. Maives to eat it. Maives privata fotografier och videofilmer ger en unik inblick i hans liv. If Hollywood's Hannibal Lecter thrilled you, the true story of the real cannibal will sicken you. Die bizarre Geschichte des Kannibalen von Rothenburg hat vor einem Jahr selbst Hartgesottene schockiert. Lejos de España, el llamado caníbal de Rotemburgo va a pasar en prisión el resto de sus días. La justicia alemana. År 2000 la Armin Maives ut en annons på internet. Han fick kontakt med Bernd Brandes, en ingenjör från Berlin, som var villig att offra sig själv. De kom överens om att träffas. Emailing and chatting on the internet since January, and we talked about exactly what he would happen. Bernd had very bizarre ideas and guidelines how he had planned his end. When he actually stepped off the train, I was nervous and excited. And then we are coming into the room where Mr. Maives slaughtered Mr. Brandes. When the body is to be eaten, it has to be dead, that's clear. And Mr. Brandes put his penis on the table and Mr. Maives cut the penis with his knife. Then he was screamed horribly, but relatively short, maybe for 20-30 seconds. It was a very a loud crying of Mr. Brandes, and it after half a minute it was over. The blood was quilting from the open wound, similar to a fountain. And he was in shock when he saw when his blood is coming out of his body. He was in shock of it. It's terrible, but there that I have seen on the video. Maives kommer att avtjäna sitt livstidsstraff här på en säkerhetsanstalt i Kassel med ungefär 500 andra fångar.
Men det här är inget fängelse för psykiskt sjuka brottslingar. Professor Bayer är psykiatriker och vittnade vid rättegången. Han menar att Maives inte är farlig för allmänheten eftersom han faktiskt kan kontrollera sig. Armin Maives was suffering from a severe sexual preference disorder, or so-called paraphilia, but was perfectly able to control his impulses. Armin Maives is a very good example of a man who lived a double life. He went on sailing trips with his friends. He was a very normal neighbor. On the other hand, he was a monster in the media who was dining on human flesh. Och den Maives som beskrivs i tidningarna är helt främmande för de som känner honom. Han var en kärleksfull son som tog hand om sin sjuka mor fram till hennes död. Es war bestimmt nicht leicht für ihn, diese Mutter zu pflegen. Und hat es wirklich mit viel Liebe gemacht. Nicole bodde i närheten och blev god vän med Maives. Hon lät honom ofta passa hennes fyra barn. Hat auf die Kinder aufgepasst. Die Kinder freuten sich auch immer, wenn kam. Das war alles ganz locker, das hat den Kindern Spaß gemacht. Ich habe absolutes Vertrauen zu ihm gehabt. Und auch nachdem das jetzt passiert ist, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich würde Ihnen meine Kinder jederzeit wieder anvertrauen. Hur kunde en man som Maives bli kannibalen från Rotenburg och begå ett brott så fruktansvärt att bilderna från det än idag är för obehagliga för att visas? Och hur var det med offret, Brandes? Vad är det för person som frivilligt offrar sitt eget liv för att förverkliga en annan mans perversa fantasier? Armin Maives hade en ganska normal barndom. Han bodde med sina föräldrar och två halvbröder i Essen. Men helger och lov tillbringade familjen oftast i det här huset i Rotenburg. Baumhaus. Alles im Prinzip, alles was Spaß macht oder irgendwelche Bäume abgelegt. Also war schon recht schön, ja. Maives war som de flesta andra barn i hans ålder. Han älskade djur och trivdes bra på landet. Men när han bara var 8 år gammal krossades idyllen. Under sensommaren 1969 lekte Maives med grannbarnen när han plötsligt hörde sin far köra iväg med bilen. Worst was a moment when my father left our family. My father simply drove away with the car. I was running after the car, wanting to stop him. I screamed, but he simply drove away, not even looking into the rear view mirror. That was a very traumatic experience for me. Hans två halvbröder flyttade hemifrån kort därefter. Saknaden efter bröderna och pappan blev olidlig för Maives. Jag var den enda mannen i huset och kände mig nu också ansvarig för våra båda hus och även min mor. Och den last som jag mig då mer eller mindre själv uppgjort hade, var naturligtvis också väldigt svår att bära. Och den ville jag med en yngre bror dela. Denn vorher hatte ich mir auch immer schon einen jüngeren Bruder gewünscht, weil praktisch diese Liebe und Zuneigung, die mein älterer Bruder mir gegeben hat, die wollte ich auch entsprechend dem jüngeren weitergeben. Men eftersom mamman var över 50 år gammal visste han att det var omöjligt. Och efter 3 havererade äktenskap vill hon inte ha fler förhållanden. Ja gut, sie hatte sich da vollkommen zurückgezogen. Also sie hatte dann wahrscheinlich eben auch Angst, wenn sie jetzt noch irgendeine weitere Beziehung oder irgendwas anfängt, dass sie dann vielleicht auch wieder verlassen würde. När pappan gav sig av länsade han även familjens bankkonto. För Valtrav Maives blev det en enorm börda, både ekonomiskt och känslomässigt. Gut, sie hat geweint und wusste nicht, wie es weitergehen soll. Na ja, gut, sie war natürlich auch sehr zurückgezogen. Sie hatte ja hier in dem Dorf, sage ich, es war gar nicht großen Anschluss gehabt. Also die Mutter, die hat da in dem Haus gewohnt, 24 Stunden. Valtraud Maives började leva i en fantasi. Hon såg sig själv som en slottsfru och sonen Armin var hennes tjänare. De klädde sig som man gjorde på medeltiden
och inredde alla de 36 rummen i huset för besökare som nästan aldrig kom. Hier hat also die Mutter von dem Herrn Maivis gelebt. Das Zimmer befindet sich jetzt in einem desolaten Zustand. Das war damals natürlich aufgeräumt, sauber, ordentlich, das muss man schon sagen. Die Mutter war eine sehr dominante Frau. Aus meiner Sicht, entgegen dem, was Herr Maivis sagt, meine ich, dass die Mutter ihn doch sehr unter Kontrolle hatte, dass Herr Maivis ein Mensch war, der sich von der Mutter beherrschen lassen musste. Die Mutter hat ihn dazu praktisch gezwungen. Und Herr Maivis hat das dann auch mitmachen müssen. Sie wollte immer nur sein Bestes. Aber sie hat sein Leben irgendwie beherrscht. Sie wollte, dass er ihre Träume erfüllt. Den unge Maivis började leva i en fantasivärld. Hans enda tröst var en låtsasvän, en bror som alltid skulle vara med honom. Men när han kom i puberteten började känslorna bli mer sexuella. Låtsasbrodern blev ett föremål för hans åtrå, hans första homosexuella fantasi. Die Fantasie hat sich dann insofern weiterentwickelt im Laufe der Jahre, dass es da auch entsprechend diverse Komponenten mir mit eingebaut habe. Dann eben Leute, die ich als schön oder eben als Bruder hätte vorstellen. Han ville känna samhörighet med dem, att de skulle vara en del av honom. Und hatte mir dann auch eben vorgestellt, naja, wenn derjenige dann eben ein Teil von mir werden muss, dann müsse ich ihn halt aufessen. Armin Maivis had always been a lonely boy. When he hit puberty, he had the same crushes as other boys did. But he found it difficult to form relationships. And these crushes developed into something more. The desire to eat someone so that they've always with him. Then he hoped that this loneliness would disappear. Men han funderade aldrig någonsin på att tvinga på någon sina fantasier. Also der musste natürlich diese innere Verbindung, die ich mir ja erhofft hatte, auch eben freiwillig eingehen können. Anders wäre es ja gar nicht möglich gewesen. Und er musste praktisch dann sein Leben selbst aufopfern, um dann da praktisch mehr oder weniger nach meiner Vorstellung damals in mir weiterleben zu können. Armin Maivis shows a highly specific form of fetishism, where the desire for attachment and comfort is achieved by contact to the fetish. In the case of Armin Maivis, the fetish is male flesh from a person he knows and likes and who voluntarily wants to be eaten by him. Som tonåring umgicks han med både flickor och pojkar. Men han lyckades inte bli av med sina fantasier om att få slakta och äta upp en annan pojke. Det höll på att knäcka honom. Men så fattade han ett beslut som kom att förändra hans liv. Åtminstone tillfälligt. Han tog värvning i armén och blev befordrad. Och männen som han förde befäl över litade på honom. För första gången i sitt liv kände han sig accepterad av omgivningen. Det nya jobbet innebar också att han kunde lämna hemmet och leva ett eget liv utan mamman. Fantasierna avtog och under de följande 10 åren ägnade han dem knappt en tanke. His loneliness was filled with a job. I think because he had a job to do, he was too exhausted and too busy of thinking eating another person. I det militära blev han självsäker nog att kontakta en äktenskapsförmedling. Genom den kom han i kontakt med en kvinna vid namn Petra. De två började träffas och ska också ha förlovat sig. Men förhållandet höll inte. Auf der einen Seite hat man sich gewünscht, aber es war eben doch nie die richtige Frau, die ich gefunden hatte. Und nach der gescheiterten Verlobung dann habe ich dann auch erstmal gesagt, ich brauche sie. Också som vuxen hade Maivis svårt att komma undan mammans inflytande. Sie hatte dieses große Haus und ihr Traum war, dieses Haus mit Menschen zu füllen, mit Leben zu füllen, eine große Familie zu haben. Und sie hatte
wahrscheinlich eine gewisse Vorstellung, wie eine Schwiegertochter zu sein hat. Die Frauen, die Armin nach Hause gebracht hat, Armin sagte immer, ja, meine Mutter hatte an jeder was rumzumäkeln gehabt. Trotz tappra Versuch, att göra Karriere i det militära, lyckades han aldrig. Efter 12 år lämnade Maives armén och flyttade hem igen till sin mamma. Efter en svår bilolycka 1996 blev hon aldrig riktigt återställd och Maives blev ansvarig för att ta hand om henne. Ich war keine 5 Minuten aus dem Zimmer raus, dann hatte sie schon per Telefon wieder hinten im Büro angerufen oder mit dem Krückstock geklopft. Dass also alle 5 Minuten irgendwas anderes war, dann wollte sie noch einen Tee, dann wollte sie eine Suppe, dann wollte sie irgendwas. Das war also, es war fürchterlich. Ja. 3 år senare dog Maives Mama. Sie hatte wohl in der Nacht einen Herzinfarkt. Hatte den Tag vorher auch schon über Schmerzen im Arm geklagt. Und gut, ich hatte mir da auch nichts bei gedacht. Und ich glaube, ich hatte ihr noch einen entsprechenden Aspirin oder irgendwas gegeben. Und Frühstück ganz normal hingestellt und habe dann noch gefragt, ja, willst du irgendwie zum Arzt oder so? Ach nee, nee, geht schon. Und ja, dann eben ganz normal an die Arbeit gegangen. Gar nicht damit gerechnet. So, am Ruder steht jetzt Armin. På många sätt var det en lättnad för Maives. Nu behövde han inte längre ta hand om henne och tillgodose hennes krav. Han kunde göra precis vad han själv ville. Men det innebar också att han nu kunde hänge sig åt sin mörka sida. En sida han knappt tänkt på i flera års tid. When his mother died, the last person who kind of controlled him was gone. So he was alone in this huge house and he was completely out of control afterwards. He was in the internet every night and he had direct contact to more than 400 people in the internet, to other cannibals or possible victims. På internet levde han ett helt annat liv, ett hemligt liv. Ich hatte mich nach dem Tod von meiner Mutter sehr intensiv mit dem Thema Tod auseinandergesetzt. Und über diese Seiten bin ich auch irgendwo auf eine Kannibalenseite oder einen Chatforum gestoßen und da eigentlich dann das erste Mal drauf gekommen. Also bieten sich Leute an, sich selbst verspeisen zu lassen und andere entsprechend, um entsprechend Leute zu suchen. Snart började han svara på annonser och träffa männen bakom dem. My first meeting was with a cook. We created role plays and how I would slaughter and eat them. It happened often that we met in an hotel room. One of them even wanted me to label his pieces of flesh. I wrote down the names of the pieces of flesh on a slip of paper and pinned them to the corresponding body parts by using needles. This excited him a lot. When Maives told me about the other people he met before Brandes, his victim, or after his victim, I was really shocked. There were people which wanted to be barbecued like a chicken. There were people which wanted to be hit with a hammer and then slaughtered. Men ingen av dem var lämplig. Ingen var villig att gå hela vägen. Men så hittade han Brandes. Liksom Maives hade Bernt Brandes också ett traumatiskt förflutet. När Brandes var 5 år begick hans mamma självmord. Hans pappa vägrade prata om saken. Och relationen med pappan bröt samman fullständigt när Brandes senare erkände att han var homosexuell. Presumable similarities between Armin Maives and Bernd Brandes were that as boys, both did not receive the emotional acceptance by their parents that one needs. I mean the feeling of being loved the way you are and not the way you should be, a kind of basic trust and acceptance.
På ytan var Brandes en framgångsrik affärsman. Men han hade även en annan sida. Han var sexuellt äventyrlig. 1995 plockade han upp den då prostituerade Jimmy F. vid järnvägsstationen Bahnhof Zoo i Berlin. Er stand auf Schmerz, auf Schmerzen. Also er wollte, dass ich ihm körperlich Schmerz zufüge. Ja, hauptsächlich im Genitalbereich und im Brustbereich. Er hatte sich immer gewünscht, dass ich irgendwann mal sein Glied abbeiße. Und dann sagte er plötzlich, bitte setz das Messer an. So, das habe ich auch getan. Ich habe es angesetzt. Das hat ihn also in dem Moment also so erregt, ja. Und wo er noch sagte, bitte schneid ihn ab, bitte schneid ihn ab. Bernd Brandes wanted to sacrifice himself. A sacrifice is only significant if it is really something valuable. For him, it was a sacrifice of his genitals and his body. And this wish had become so enormously relevant in his fantasy world that it was no longer enough to just imagine it. Also Herr Brandes hat mir also eine Summe von 10.000 mal angeboten oder mehr. Er hatte mir seine ganzen Rechner angeboten, also sein ganzes Computer-Equipment, sein Auto, alles, was in der Wohnung stand. Wenn ich seinen Genitalbereich abbeiße oder abschneide, er sagte, Manu, du brauchst mir nur eine Summe zu nennen oder nur das sagen, was du willst, dann bekommst du es. Bernd Brandes. Gut, ich hatte mich auf eine Anzeige, die er ins Internet gestellt hatte, gemeldet bei ihm. War überschrieben mit Dinner oder Your Dinner. Und der Text war, ich biete mich an, mich von euch bei lebendigem Leib verspeisen zu lassen. Wer es wirklich will, braucht ein echtes Opfer. Den 9. Mars 2001, klockan 8.44, tog Bernd Brandes tåget från Berlin. Senare samma dag lämnade Armin Meiwes sitt hem i Rothenburg för att hämta honom på stationen i Kassel. Der Zug kam vormittags an, 10.14 Uhr, glaube ich. Und ich stand dann auch schon unten am Bahnsteig. Und er stieg also aus der Tür aus, hatte ein Basecap an, ein dunkles Hemd, ein Blouson und eine Blue Jeans und eine Plastiktüte in der Hand. Auf dem Bahnhof selbst haben wir relativ wenig reden können, da im Bahnhof. Und im Wagen dann eingestiegen. Und nachdem wir dann aus der Stadt rausgefahren sind, fing er dann gleich an, mir rumzufummeln. En timme senare var de framme i Rothenburg. De hade redan kommit överens om att Meiwes skulle filma allt som hände. Zu Hause bei mir angekommen, hat sich dann gleich ins Wohnzimmer gegeben, sich bitternackt ausgezogen und dann dazu gesagt, damit ich also sein Essen oder mein Essen bewundern kann. Und er kam hier mit dem Herrn Brandes in dieses Haus hinein und begab sich dann von hier aus dem Flur durch den Esszimmerbereich zum Wohnzimmer und vom Wohnzimmer aus sofort in den Wintergarten. Der Wintergarten selbst ist zur Straße hingelegen. Damals, als die Tat, diese schreckliche Tat passierte, waren die Jalousien oben gewesen und Herr Brandes stellte sich im Wintergarten und begann sofort, sich auszuziehen. Er sah toll aus, also eine gute sportliche Figur, von daher war schon so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Also er war ein sehr netter und sympathischer Mensch. Und diesen Weg sind die beiden dann gegangen, die Treppe hinauf, bis in den zweiten Stock, Schlachtraum, wo später dann diese schreckliche Tat passiert ist. Geradeaus weiter kommen wir dann in den sogenannten Schlachtraum. Dort stand auch das Bett, in dem sich dann Herr Meiwes und Herr Brandes aufgehalten haben. Sie haben sich ausgezogen, haben sich hier in dieses Bett hineingelegt, haben auch Liebesspiele dort gemacht. Ja, auf seinen Wunsch hin entsprechend auch miteinander Sex.
Allerdings war der wohl auch nicht so seinen Vorstellungen entsprechend, so dass er dann eigentlich sagte, ah, ja, du bist zu lasch, du kannst das nicht, du wie ich sie haben möchte. Er hatte ja gesagt, also er will seinen ultimativen Höhepunkt erleben und für ihn war diese Vorstellung, wenn er praktisch bei lebendigem Leib verspeist wird, dieses ultimative Glücksgefühl. Maivis klarade inte att skada honom, så Brandes bestämde sig för att åka tillbaka till Berlin. Men på stationen sa Maivis att han ändrat sig. De stannade till vid ett apotek och köpte sömntabletter och hostmedicin. Brandes trodde att om han bara var tillräckligt sömnig skulle Maivis kunna skära av hans penis med en kniv. Beide begaben sich wieder in dieses fürchterliche Schlachtzimmer und da stand dann in dem Bereich, waren die Haken an der Decke gewesen, wo dann später der Herr Brandes aufgehangen worden ist. In dem Bereich hier vor mir jetzt, den man hier so jetzt sehen kann, das ist der Bereich, wo der Tisch gestanden hat, eine Bierzeltgarnitur. Auf dieser Bierzeltgarnitur kam dann der Herr Brandes später zum Liegen. Und dann so gegen Viertel nach 6 oder 18.30 Uhr ungefähr hat er den, ich werde überhaupt nicht müde, ich halte es jetzt nicht mehr aus, jetzt schneid mir ab. Dann irgendwann sagte dann der Herr Brandes, so nun fang an, schneid mir mein Glied ab. Brandes wanted to achieve the ultimative orgasm, sexual orgasm. And he wanted to destroy his own body. And his wish was to be slaughtered and that someone cuts off his penis. Und dann entsprechend die Kamera, das hatten wir vorher auch schon abgesprochen, dass also die Kamera eingeschaltet wird, weil er selbst noch mal sehen wollte, wie halt das mit der Abtrennung funktioniert. Men det gick inte. Kniven war för slö, så Maivis måste gå och hämta en annan. Das ging relativ schnell dann beim zweiten Mal, dann einmal entsprechend geschnitten, noch ein paar Mal nachgeschnitten und das waren ein paar Sekunden nur. Und er hat dann auch fürchterlich geschrien, aber nur relativ kurz. Es waren vielleicht 20, 30 Sekunden nur, au, au, au und jetzt wird mir schwarz vor Augen, ich muss mich erstmal hinsetzen und dann ein paar Sekunden später, komisch, tut mir gar nicht mehr weh. Und da war er auch selbst erstaunt, weil er hatte eben sich auch mehr Schmerzen davon erhofft. Es ist ein Todesschmerz im Prinzip. Das heißt also ein Vernichtungsschmerz, kann man dazu sagen. Der hat natürlich aufgeschrien und er sprang auch zurück. Er stand an dem Tisch, sprang zurück, das Blut spritzte. Und nach etwa einer halben Minute hörte er auf zu schreien und sagte, es tut gar nicht mehr weh. Er hat also keine Schmerzen mehr dann empfunden. Sondern äußerte das auch so, dass er jetzt schmerzfrei sei. Und freute sich darüber, wie das Blut, so schrecklich wie das jetzt sich anhört, aber er freute sich darüber, wie das Blut raussprudelte aus seinem Körper. Gesagt, ja, halbier das Teil. Und dann habe ich dann das mit dem Messer dann entsprechend halbiert, habe dann beide Teile dann genommen und bin runter in die Küche, um diese zuzubereiten. Bis das Fass erwartet ist. Und dann eben in der Pfanne kurz angebraten. Und dadurch, dass es zu frisch war, ist es dann sehr schnell zusammengeschoben. Es war noch hart. Und ich habe es dann nochmal auf dem Teller dekoriert und ihn dann hochgebracht und ich hatte mich ja auch da mit der Zubereitung entsprechend beeilt, weil ich ja dachte, aufgrund dieses doch der massiven Wunde wird er relativ schnell ohnmächtig. Und ja, er war aber eben nicht ohnmächtig und versuchte dann das nochmal zu essen und war dann eben noch mehr enttäuscht darüber, dass es in dem Zustand auch nicht essbar war. Vid 9-tiden på kvällen sa Brandes att han frös. Maivis tappade upp ett varmt bad åt sin gäst och tittade till honom en gång i kvarten.
Han låg på sängen och läste en Star Trek-bok medan Brandes förblödde i badrummet. Er ist dann in die Wanne rein. Im Wasser freute er sich dann darüber, wie das Blut also aus dieser offenen Wunde herausspritzte, ähnlich wie beim Springbrunnen. Und nach etwa 2,5 Stunden hörte ich dann, wie er nach mir rief. Und er war ja auch vorher jedes Mal immer sehr, ja, eigentlich unverständlich, aber er war glücklich da, wie er in seinem eigenen Blute saß. Und hatte ja zwischendurch immer heißes Wasser nachlaufen lassen und da rief er mich dann und ich bin dann hin. Und in dem Moment war er aber schon selber oder wollte er selber aus der Wanne aussteigen und war dann vor der Wanne bewusstlos zusammengebrochen. Maivis säger att han släpade upp Brandes för trappan. Under de följande timmarna pendlade Brandes mellan vaket tillstånd och medvetslöshet. Ist dann halt aufgestanden, zusammengebrochen und dann habe ich ihn nicht mehr zum Bewusstsein bekommen. Nach langem Zögern und Beten und auf dem Mund habe ich ihn auch noch geküsst. Und auch das Messer, also man sieht es auch auf dem Video, das Messer in die Hand genommen, das Messer wieder hingelegt ihn dann nochmal geküsst und dann das Messer wieder in die Hand genommen, dann das Messer wieder zur Seite gelegt und dann entsprechend gebetet. Und ich wusste in dem Moment selbst auch nicht, was ich machen sollte. Und hat mir dann auch überlegt, soll ich jetzt einen Teufel anbeten oder einen Gott oder wen auch immer. Und habe dann entsprechend Gott um Vergebung gebeten und habe das Ganze dann, oder praktisch dann den Mut gefasst, das Messer dann wieder in die Hand zu nehmen und habe dann eben mehrfach im Zögern auch zugestochen. Maivis wusste precis, was er skulle göra. Han hade hittat information på nätet om hur man slaktar en människa. Och han hade förberett sig för det här ögonblicket i större delen av sitt liv. Dann habe ich ihn entsprechend in der Schlachtkammer, nachdem er so nun tot war und eben wollte ich dann den Kopf abtrennen, habe ihn dann an der Decke entsprechend aufgehangen. Und dann entsprechend dieser Anleitung gemäß ausgeweidet, halbiert. Dann habe ich die beiden Körperhälften erstmal abgepult und gewaschen. In dieser Gefriertruhe wurden dann die Teile, die der Herr Maivis dem Herrn Brandes entnommen hatte, dann gelagert und eingefroren. Und davon hat er dann von Zeit zu Zeit gegessen. Man sieht hier noch die Siegelmarke der Polizei. Das war ja damals versiegelt worden, weil hier Fleisch sichergestellt worden war, Fleisch des Herrn Brandes. Und entsetzlich genug, aber hier war es drin gelagert. Er hatte das in dieser Gefriertruhe reingemacht, hatte dort einen Zwischenboden eingezogen, sodass man nicht auf den ersten Blick sehen konnte, dass da Fleisch drin gelagert war von Menschen und oben drüber anderes Fleisch, Rindfleisch, Schweinefleisch gelagert gehabt. Aber unten drunter waren dann die menschlichen Teile von dem Herrn Brandes gewesen. Soweit also zur Gefriertruhe. In der Küche selbst sieht es so aus, da haben wir den Herd und dort hat er die Mahlzeiten ganz normal zubereitet, aber auch natürlich die Teile von dem Herrn Brandes, die er dort essen wollte und dann dazu auch die Küche benötigte. Das ist also dieser Bereich hier zur Rechten. Sieht natürlich auch jetzt alles sehr verwahrlost aus. Ordentlich gewesen. Man kriegt noch so ein bisschen den Einblick. Ah, der Herd, dort die Spüle. An diesem Tisch hier hat Herr Maivis dann Teile von dem Herrn Brandes gegessen gehabt. Dazu hatte er aus seinem Schrank im Hintergrund sein gutes Geschirr geholt, hat das gute Geschirr aufgetischt, hat Kerzenleuchter dazugestellt,
einen guten Rotwein dazu genommen. Und dann hat er das mal zubereitet und hat dann Teile des Herrn Brandes gegessen. Das Essen, das hatte ich natürlich dann entsprechend auch festlich vorbereitet, habe also den Tisch entsprechend mit zwei schönen Kerzenständern dekoriert. Dann entsprechend schönes, gutes Geschirr genommen und dann dieses Rumpsteak insofern oder Rückensteak gebraten. Dazu dann sogenannte Prinzesskartoffeln gemacht und entsprechenden Rosenkohlgemüse. Und dann eben, nachdem das Essen dann zubereitet war, auch entsprechend gegessen. Der erste Bissen war natürlich erstmal zunächst ein sehr komisches und undefinierbares Gefühl, weil ich hatte mir das ja nun auch über 40 Jahre lang oder 30 Jahre lang praktisch herbeigesehnt und gewünscht. Und war also nun ja auch der Meinung, dass diese innere Verbindung dann jetzt durch dieses Fleisch perfekt wird. Und das Fleisch schmeckt ähnlich wie Schweinefleisch, etwas herber, kräftiger. Aber ansonsten, wenn jemand anders davon gegessen hätte, hätte keinen Unterschied gemacht. Also es schmeckt recht gut. Två dagar efter att Brandes gav sig av anmälde hans pojkvän honom som försvunnen. Men Brandes hade tagit bort alla internetfiler från sin dator och det fanns inga synliga kopplingar mellan honom och Maives. Men Maives blev oförsiktig. De följande månaderna fortsatte han att surfa på internet i jakt på nästa offer. I mars 2001 dödade Armin Maives dataingenjören Bernd Brandes från Berlin. Under några månader åt han upp 20 kilo av kroppen. Men han fortsatte att fantisera om att äta en människa. Någon han kände och tyckte om. Han sökte på internet efter nästa villiga offer. En österrikisk student mejlade honom och frågade hur många pojkar han hade slaktat. Maives svarade, vi kan säga så här, jag är erfaren, du skulle inte bli den första. Studenten polisanmälde honom. Fem månader senare kom polisen till Rothenburg för att göra husrannsakan. Six police men and women enter the house and they discover that there's a fridge. And there was a police woman within the troop. And she asked Maives, so what kind of meat do you have in the fridge? And I said, no, this is just normal animal meat. And she looked at him and said, you know, I'm a housewife. I know that this is not normal meat. Polisen beslagtog ett antal förpackningar kött och andra föremål. Hans dator, en videokamera, ett stort antal videoband samt tre knivar, en yxa och ett slaktarförkläde. Och snart kom den förfärliga sanningen fram. Senare samma dag ringde Maives till sin advokat, Harald Ermel. Und rief an und fragte, ob wir ihn in einer Sache, die ihn persönlich betrifft, vertreten könnten. Und da sagte ich, es ist keine Frage, um was geht es denn? Und dann sagte er, ja, es geht um Gewaltverherrlichung. Dachte ich im ersten Moment, na, der Herr Maives ist doch kein Neo, habe ich mir gar nicht zugetraut, denn das war fernab von jeder Denkvorgang bei mir. Und da sage ich, können wir machen, kommen Sie erstmal vorbei, schauen wir uns die Sache mal an. Da sagte er, da ist aber noch was, sage ich, was ist denn da noch? Sagte er, ja, würden Sie mich dann auch vertreten, wenn ich jemanden getötet habe? Sagte ich, was haben Sie denn gemacht? Ja, ich habe einen Menschen getötet. Und sage ich, und? Wo haben Sie den jetzt? Vielleicht in der Gefriertruhe? Und da sagt er, ja, ich habe einen Menschen getötet, ich habe ihn dann geschlachtet und habe ihn auch teilweise gegessen. So verlief das erste Gespräch. Nyheten spreds snabbt över hela världen. He describes eating his victim as like taking holy communion.
Den lilla staden Rothenburg mitt i Tyskland verkade som en otänkbar plats för ett så extremt brott. Ich sagte Ihnen auch noch, dass das wie eine Welle über ihn wegschwappen wird. Das wird einen erheblichen Medienaufruhr geben und die Bevölkerung wird also Kopf stehen, weil sie das nicht verstehen können wird, was da passiert ist. Da müssen sie dann durch, sagt er. Das wäre ihm klar, da müsste er dann durch. Målet war problematisch für det tyska rättsväsendet. Det finns ingen lag mot kannibalism i Tyskland. Och videofilmen visade tydligt att Brandes gick med på det frivilligt. Eftersom båda männen var med på det dömdes Maives till 8,5 års fängelse för dråp. Men åklagarsidan överklagade och efter en ny rättegång dömdes han istället för mord. Videofilmen var åklagarsidans viktigaste bevis. Den bevisar att Brandes fortfarande levde när Maives skar halsen av honom. Men filmen var så stötande att bara 19 minuter av de totalt 4 timmarna material visades för juryn. Most of the people who saw the videos were physically sick. They had to go to the therapy afterwards because it's not just about cutting flesh. It's also a very sad film because you know that one guy is dying, and the way he's dying is so, it's just beyond imagination, I think. Det är oklart huruvida Maives ångrar sig eller inte. I think regret is a too strong word for Maives. I think he's starting to realize that what he did was wrong. And it's a slowly process. I did not feel that he really regret the slaughtering and eating of Brandes deeply. I do believe that he regrets the killing. Och de som kan fallet bäst tvivlar fortfarande på att båda männen fick sina fantasier förverkligade. En om att äta en annan människa, en annan om att bli uppäten levande. These two men had a contract in a way that Brandes wanted that Maives cuts off his penis. This was not part of Maives' fantasies. The killing was not part of Maives' fantasies as well. But of course it was the slaughtering and eating human flesh. So it was for both, it was not what they expected. Ich habe die Geschichte für mich in eine Schublade gepackt und habe mich versucht, an die guten Tage zu erinnern mit ihm, an die gute Zeit und das wollte ich auch so beibehalten. Heute weiß ich, dass das, was ich gemacht habe, falsch war. Dass niemals dieser richtige Weg sein kann, dass die Wünsche, die Fantasien, die man hat, dass diese niemals in Erfüllung gehen kann. Und all das, was man sich erträumt, immer nur ein Traum bleiben wird. Und auch das, was ich getan habe, nachdem ich das getan habe, hatte ich immer noch die Vorstellung, dass dieser Traum vielleicht doch Wirklichkeit werden könnte. Heute weiß ich, dass das niemals so sein kann.